nach hinten zu kommen. Wir lassen die ganze Raum für Remi. Okay, auf die andere Seite ist Sandre Oli. Bei Mossi immer nach hinten am zweiten Sechser kommen. Spielen wir so. Deswegen, Scotty, wo bist du? Du brauchst nicht nach hinten kommen. Ja. Du hast Mossi, der immer nach hinten kommt und bleibt auf Zehner, mit ihm auch auf Zehner. Oli, wir brauchen dir da. Okay? Außen. Mindestens, wir starten so. Wenn wir spielen mit 5 Kette, können wir was, ein bisschen was lesen, die ersten paar Minuten. Und schauen wir mal, wie es läuft. Okay? Jungs, ich sage nur was. Weil wir wollen jedes Spiel, um zu gewinnen und mindestens versuchen zu gewinnen. Aber wir müssen erleben, Tag pro Tag, Spiel pro Spiel. Okay? Gutes Spiel ist einfach. Gutes Spiel ist immer einfach. Aber diese Gier zu haben, diese Personalität zu haben, jedes Spiel versuchen zu gewinnen, das ist schwer. Geh raus und zeig das. Okay? Jetzt haben wir die Gewissheit, auch wenn es sich natürlich angedeutet hat. Es ist in diesem Moment unglaublich schmerzhaft und schwer zu begreifen. Das ist der Abstieg der FC Bayern Amateure. Nach 2 Jahren Drittliga-Zugehörigkeit müssen die Bayern-Amateure den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Dort heißt es ab nächster Saison voll angreifen für das Ziel sofortiger Wiederaufstieg. Unsere U23, die Amateurmannschaft, ist natürlich für die Nachwuchsausbildung eine ganz entscheidende Mannschaft, weil es die Mannschaft ist, wo es dann für unsere Jugendspieler darum geht, in den Herrenfußball, in den Profifußball sozusagen anzudocken, ihre ersten Schritte im Herrenbereich zu machen. Und letztendlich ist deswegen auch die Verantwortung für die U23 hier am Campus, der Austausch zwischen unseren Trainern, zwischen der U23 und der U19, ist ein ganz entscheidender, um eben da auch den Jugendspieler diesen Einstieg zu gewährleisten. Also ich bin wirklich richtig glücklich hier zu sein, muss ich sagen. Das bedeutet für mich sehr viel. Dann bin ich hierher gekommen und ich habe direkt geweint mit meinem Vater zusammen, weil ich wusste, okay, ich werde diesen Weg machen. Das hat mir so gefallen hier. Und ja, das, als Bayern gekommen ist, war dann was komplett anderes. Und ich wusste, was auf mich zukommen wird, deswegen habe ich geweint. Ich war einfach am Ende, aber ich war mir sicher, dass ich diesen Weg machen möchte. Gut, Jungs, viel Spaß, seriös beim Training und genießt die Möglichkeit. Ja, merkt man auch schon. Viele Umdrehung. Wechsel ab der Mitte. Jetzt noch. Komm rein. Komm, komm, komm. 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 Komm,
Jawohl! Okay, Jakob! Manu, spiel zu ihm. In dem Moment, dann Nico tut den Ball zum Torwart spielen, dass er verständlich geht zu breit. Und wir müssen immer den dritten Mann finden. Okay? Das ist die erste Ball, die erste Tipp. Machen wir zweimal rechts, zweimal links. War da nie mit meiner Leistung zufrieden und dann die letzten, dann hatte ich Corona, dann habe ich die letzten Spiele eigentlich nie gespielt, also sehr, sehr wenig. Und dann war für mich klar, dass ich jetzt erstmal wieder spielen will. Und hier ist es halt natürlich am besten, wenn ich hier, ist ja eigentlich mein Verein, ich wurde ja nur ausgeliehen. Und dann war das klar für mich, ich will jetzt erstmal spielen. Und klar hätte ich jetzt in die zweite Liga wechseln können, aber da, ja, da hat man, ist man sich halt nicht zu 100% sicher, dass man dort spielt. Und den Weg kann ich immer noch gehen, in die zweite Liga oder egal wohin. Aber für mich war erstmal klar, ich will mich jetzt mal wohlfühlen und das, ich fühle mich hier wohl, das ist erstmal das Wichtigste, und spielen. Und wieder auf meine alte Leistung kommen. Und dann kann man immer noch schauen. Kommt, selbstverständlich, reagier. Marcel, dann kommst du hier. Und du, Gabi, weißt du selber, ich will nicht, dass du morgen in die 2IV spielst und auf zweite Zehner mit Tina. Bei jedem Spiel Champions League? Wie lange circa? Wie lange? Ja. Routine. Der Spieler ist nicht zu recht. Hier willst du denken, du musst das akzeptieren, du musst da was lernen. Okay, das hat das gut funktioniert, aber wenn der Trainer ist gut, wie er spielt. Genau wie heute. Mit Jojo und Noah, da spielen wir 3-1-3. Anje, Cemi, Gala, Tobe ganz zentral, Scotty, Gabi, Timo, Armindo, Jussi und Nene. Viel Spaß, nimm den Ball, nimm das Kommando und mach ein seriöses Spiel, okay? In der dritten Woche oder ja, im Trainingslager einfach lernen, mit den Schwierigkeiten zu trainieren, mit Schmerzen zu trainieren, weil, wie gesagt, kommt eine wichtige Saison mit vielen Spielen hintereinander. Ich als Trainer muss ich ehrlich sagen, bin top zufrieden. Wir haben die Jungs die letzten 5 Tage in die Trainingslager trainiert. War 5 richtige harte Tage. Ich glaube, für so einen Jungen, Kader, die bringen schon auch Qualität, kann man sagen. Die meisten Spieler neu, also ich musste viele Spieler neu kennenlernen. Das war auch was komplett anderes mit nur jungen Spielern, das hatte ich davor auch noch nie. Es hat extrem Spaß gemacht, einfach wieder mit der Mannschaft zu sein, mit dem Trikot zu spielen, das hat einfach sehr Spaß gemacht. Sehr gut, nur Blick zu mir, Blick in die Kamera. 3, 2, 1. Freue mich, dass ich nochmal weitermachen darf und hatte da auch viele Diskussionen mit
gerade mit meinen Eltern und mit meiner Frau, ob ich weitermache oder nicht. Aber an sich habe ich einfach wahnsinnig große Freude. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, auf dem Platz zu stehen. Servus Fans. Ja, ich habe nochmal verlängert. Ein Jahr darf ich nochmal machen. Freue mich natürlich mega, dass ich nochmal spielen darf. Und von da habe ich die Möglichkeit bekommen, da bin ich super happy und habe das dann gerne gemacht, dass ich nochmal ein Jahr weiterspielen kann. Was für die Jungs auch immer dazu gehört im Trainingslager ist, für die Neuen, die müssen singen. Meine Zeit in dieser Galaxie ist beschränkt, ich bete weiter für das Paradies. Das wird dann auch klein ein bisschen zelebriert, aber ich muss sagen, dass sie sich dieses Jahr wirklich alle sehr gut schlagen, da gute Performance liefern. Für uns als Mannschaft ist das eine große Freude und wird viel gelacht und viel mitgeklatscht. You won't ever be alone. Wait for me to come. Okay. Okay. Also wir machen wir eine Warm-up und dann teilen wir zwei Gruppen. Eine Gruppe kommt zu einer Plattform, die andere macht nochmal eine Aktivierung oder mit Jan. Auf geht's, Jungs. Komm. Trainingsplatz eben sehr, sehr gut und wir können da gut trainieren. Es ging in Fitness, uns ja gut rangenommen. Ging dann auch schon in den athletischen Bereich, dass wir da aufbauen und natürlich einfach das, was bei uns gefordert wird, ein gutes Positionsspiel, Ballbesitzspiel, viel Passtechnikübungen, viel in einem kleinen Raum, immer wieder schnelle freie Laufbewegungen, schnelles Umschalten dabei, wach sein im Kopf. Okay, hopp, Schritt und weg. Und ab Kopf! Ja, gib ihm mir! Und ab Kopf! Und Kopf! Jawohl! Und ab Kopf! Ja! Okay! Normale Position! Okay. Gabi, wenn gespielt ist, komm mal weiter rüber! Schau mal! Mosi, bleib mal draußen! Nein, mach nicht, bleib nicht. Was können Sie jetzt machen? Deine Aufgabe ist eigentlich, ihn hier zu blocken. Glaube ich, sind wir dann, wenn wir nach Hause fahren, haben wir einen ganz guten Zwischenschritt erreicht, um dann richtig anzugreifen. Schuhe, konzentriere dich. Es wird unfassbar. Es geht durch Fußball Deutschland. Hallo, hier ist der Josip. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, habe ich meinen Vertrag verlängert beim FC Bayern, meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Und das ist natürlich auch ein Ansporn für die weitere Zukunft, dass ich noch mehr Gas gebe und alles für den Verein tun werde. Danke. So, jetzt du schnell her. Oh hell no! Oh hell no! That was bad! Wir haben drei Teams und wir haben insgesamt vier Wettbewerbe. Ihr seht schon, wir haben Tischtennis, wir haben Billard, wir haben Kicker und wir haben eine Playstation. Dann
sollte man jeweils immer zwei Leute für dieses einteilen. Und dann konnte man eben von diesen 300 Punkten immer Punkte auf sich setzen. Komm, Manu! Ja! Ein guter Spieler hat keine gute Mannschaft. Brauchst du diese gute Spirit, gute Harmonie. Gutes Gefühl, gute Energie. Und wir sind, wie gesagt, auf einem richtigen Weg, auf eine tolle Mannschaft, tolle Gruppe zu aufbauen. Starten! Da hat keiner eine Chance gegen mich, also das war dann kein Problem für uns, dass wir das gewinnen. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, wir haben natürlich gewonnen. Okay, stopp. Gute Annahme immer wieder. Ruhig, saubere Bälle. Ja. Okay. Das Problem ist, da kommt jemand rein. Da gehe ich hin und ich bin in der Luft und hole ihn hier ab. Und bin körperlich und schrei vielleicht noch. Hey, ja. Und da darf ich keine Rücksicht nehmen. Oh, da könnte ja jemand kommen. So, hey! Und das sieht keiner und ich drück mich jetzt ab. Was denkst du, was passiert? Ja, ja, das meine ich. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn jetzt ein Stürmer, der ein bisschen link ist oder was weiß ich, der hält dich fest oder so, sonst irgendwas. Ich darf mich nicht an den anlehnen. Und das sind immer wieder die gleichen Bewegungsabläufe. Okay? Nimm die Trinkflasche mit. Digga, was ist das aber? Jeder Ball, Mann. Nein, aber du gehst nach hinten, du gehst seitlich weg. Der ist besser. Achtung, Jan. Vorsicht! Hey! Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Wir sprinten nicht in die Situation. Weißt du, wenn er zwei Schritte schneller zum Ball geht, ja, der Passweg ist frei, er kann sich drehen und wir können vielleicht über die andere Seite öffnen. Für dich nochmal. Okay, schau, kannst du das machen? Kannst du das machen? Okay, du nimmst ihn vielleicht damit und dann eröffnet sich hier auch was. Mhm. Aber er muss hier Richtung Grundlinie, damit er ihn irgendwie mitzieht. Wenn er nicht mitgeht, ist er frei und du kannst ihn mit der Innenseite spielen. Ja, dann ging es langsam bergauf und jetzt würde ich sagen, seit dem Trainingslager ist wirklich die Uhr wieder auf Null gestellt und man hat auch wieder Bock, neu anzugreifen. Heute ein Spiel in der Mitte von unserer Vorbereitung. Wir hatten nicht gesehen, in den letzten 45 Minuten, dass jemand von den 10 Feldspielern einfach auf den Platz gehen. Vergiss das Ergebnis. Okay, komm, Junge. Also vor den Fans spielen, das ist ein Top-Feeling, vor allem vor unseren. Wir haben Top-Fans, noch nie so gute Fans gesehen, die einen wirklich so pushen. Das tut auf jeden Fall gut. Wir hätten eigentlich den Sieg schon verdient. Ich hatte noch einen Pfostenschuss, weiß ich. Wir hatten schon viele Chancen, aber
war ein positives Spiel, weil wir kannten uns ja auch noch nicht allzu lange, viele neue, deshalb war es schon gut. Fußball ist das gleiche Sport, dritte Liga oder in der Regionalliga, wir wollen sowieso haben, in den Grundstadien zu spielen mit Fans. Die waren schon dabei in den letzten zwei Freundschaftsspielen, das merkst du schon, dass die Stimmung langsam zurückkommt. Und Gas geben, ne? Zweikämpfe richtig suchen, nicht zurückziehen. Komm, hey, komm! Wenn es mein Testspiel war, habe ich mich über das Tor sehr gefreut, da es mein Debüt war und halt mein erstes Tor für die Amateure und am Ende das Spiel halt zu gewinnen. Ich glaube, dieses Jahr ein bisschen Gier, ein bisschen Mut. Ich habe schon die letzten drei Wochen Gas gegeben, wir sind an einem richtig guten Weg, deswegen ja, kann man sagen, dieses Jahr. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Ja, und selbst? Ja, auch. Ja. Mein Bruder auch. Ja, zurück cool. Wieder. Schön, dass er auch geschehen soll. Ja, ja, das ist schöne Biene. Ich kann Gas geben, ja. Ja, super. Sonst, wie geht's? Vielleicht viel Glück. Ja, eigentlich auch. Ja. Sonst, genieß es. Ist toll. Ja. Mein Verhältnis zu meinem Bruder ist sehr gut. Wir tauschen uns oft aus. Er ist auch oft zu Besuch in München oder ich zum Beispiel in Fürth. Ja, er hilft mir eigentlich bei jeder Sache. Er hat das alles erlebt, was ich auch gerade erlebe eigentlich. Und ja, gibt mir immer Ratschläge fürs Leben und auch sportlich. Gut so, Jungs. 19 Feldspieler. Zwei Tage vor dem ersten Spiel. Wir haben einen Gast da draußen, ein guter Fans. Ich weiß schon, ich weiß nicht, ob das jemand schon gesehen hat. Aber ich sage, das bedeutet, es ist voll interessiert, was hier passiert. Aber Kopf hier, Jungs. Jetzt mal hier. Wir haben ein gutes Spiel am Wochenende und wir sind in einem richtigen Weg. Fünfte Woche. Wir sind voll überzeugt auf euch, egal ob jemand kommt von da oben oder nicht. Werden wir in Augsburg gewinnen. Ja, ich habe schon unser Spiel gesehen gegen Winterthur. Können von diesem Spiel ein bisschen was schauen oder was antizipiert. Weiter, komm.
Es ist angerichtet. 6 Wochen intensive Vorbereitung für die FC Bayern Amateure sind vorüber. Jetzt gilt es auf dem Platz für die neu formierte Mannschaft von Martin Demichelis. Wir wollen oben mitspielen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, werden in jedem Spiel irgendwo eine Favoritenrolle haben. Die freuen sich richtig drauf. Es ist sehr eng, es riecht meistens nach Bratwurst. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und wir müssen halt einfach performen. Es war für mich selbst richtig wichtig, muss ich sagen, weil ich habe gemerkt, dass ich noch lange nicht bei 100% bin. Und ich muss sagen, das war halt das erste Spiel seit langem, das ich viel gespielt habe. Und dann auch das erste Spiel für Bayern war einfach top. Diese Woche mit meiner Vertragsverlängerung bis 2023 plus mein Amateurdebüt mit 16 als drittjüngster Spieler aller Zeiten gegen Augsburg war für mich echt überragend und eine Erfahrung, an die ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde. Ich habe einmal, ich glaube, war die U16 im Campus, in einem Freundschaftsspiel habe ich die U16 gespielt und ich war hinten das Tor und er bekommt einen Pass von der rechten IV. Und er war schon richtig positioniert, kontrolliert mit einem Kontakt, den Ball schon nach vorne, der Ball ist weiter gerollt. Oder der Ball ist gerollt nach vorne und ich hatte sofort einen Vertikalpass nach vorne gemacht. In dem Moment habe ich gedacht, da reicht schon, ich kann schon nach Hause fahren, ich habe schon alles gesehen. In diesem Moment ich hatte als Sechser in meiner Mannschaft Angelo Stila, der Angelo, wo halt, die Geschichte schon bekannt, der spielt schon in der Bundesliga, in der ersten Liga. Da war für mich diese kurze Aktion, diese 5 Sekunden, der ist die nächste. Der ist die nächste. Er hat die Qualität, den Ball zu kontrollieren, seinen Körper zu positionieren, sofort die Intelligenz nach vorne zu spielen. Nicht nur die Qualität zu sehen, sondern auch die Qualität zu spielen. Und von dem Moment, die war schon verliebt. Matista Meier könnte flanken. Ja, die ist nicht schlecht, das Vidovic. Das ist 1:0, die Führung für die Bayern. Ja, was ein Auftakt. Und der 17-Jährige macht's. Das ist schon besonders, weil ich habe von der U8 bis U13 dort gespielt. Und wenn man dann da noch ein Tor macht in Augsburg, ja, ist schon besonders. Mutika, klasse Ballmann, du könntest schießen und trifft zum 2:0. Was für ein Start in die neue Spielzeit. Ja, das müsste Strafstoß sein. Keine Diskussion. Baptista Meier nimmt sich der Sache an und verwandelt. Eisekalt. 3:0. Jussi! Erster Sieg, 3-0. So geht's weiter. Das erste Spiel ist immer das Schwierigste. Wir haben uns einfach für eine Top-Vorbereitung belohnt. Ich glaube, wir haben sehr hart trainiert, sehr fokussiert trainiert. Und ja, das Spiel hat es eigentlich widergespiegelt, was wir eigentlich vorhatten und die ganze Vorbereitung gemacht haben. Eigentlich schon mehr als Freunde, also man kann schon fast ein brüderliches Verhältnis nennen. Auf dem Platz sowieso, das sehen alle, aber neben dem Platz sind wir auch sehr, sehr gute Freunde auf jeden Fall. Ein Tor, oder? War gut, oder? Geht noch mehr. Das ist erst der Anfang, du weißt. Wir ticken gleich. Wir schlafen nicht. Weiter Richtung oben. Die ganze Zeit war einfach gut.
anzuschauen als Trainer, weil es hat fast alle funktioniert, was haben wir geplant, was haben wir trainiert. Ja, wie gesagt, ich bin top zufrieden. Die hätte 3 Punkte, die hätte Spiel 3 Tore gemacht. Da oben wird jetzt auch ausgewertet. Habe gestern was gefunden da drüber. So, ich möchte bitte Jakob Saba Mirali. Seine Glücksbringer oder was? Ah, der verloren hat. Ich sehe, ja, deine lange Karriere nicht. Gute Training, viel Spaß, Konzentration. Adio, okay? Die zwei UV, 6er, AV, die zwei 8er, 10er und die zwei Stürmer. Das bedeutet frei. Okay? Schon klar. Ich so mit dem Ball spielen, die so mit Raute. Die ersten paar Bälle, oder mein Plan wäre am Wochenende, die ersten 10 Minuten, die müssen die einladen, einfach zu spielen. Ich wollte nicht, dass jedes Mal, die haben den Ball da mit Keeper, lange Ball. Egal auf welche Seite, wir lassen die spielen und die den Ball nach vorne zu trabeln. Aber wenn der Ball auf einer Seite ist, zum Beispiel auf der Seite, Angie, raus. Und du, Jonas, im Vollsprint, du bist unser Mann frei. Okay? 1 gegen 1. Die ersten 3-5 Sekunden, diesen Mut im Bauch haben, 1 gegen 1 zu spielen. Bis die, keine Ahnung, was die werden machen. Schau mal, was die machen heute. Weil die sind, wir sind gewohnt, ja, wir können einfach spielen. Die sind gewohnt zu spielen, weil die versuchen immer flach zu spielen und nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wie die Kinder gut gießen im Pressing, was werden die machen. Wir sind 2 Tage vor dem Spiel, aber wir fangen jetzt an, das Spiel zu gewinnen. Jetzt geht's los. Mit Trinken, mit Essen, mit Schlafen. Okay? Es stehen englische Wochen an. Das heißt, egal wie das Spiel am Freitag ist, am Dienstag kommt schon das nächste. Die Spiele kommen ohne große Pause. Deswegen Ernährung, Schlaf, Regeneration ist elementar. Das entscheidet die Spiele jetzt. Euer Kopf, wie ihr euch verhaltet. Die Hälfte Spiel von der Saison werden wir im Grünwaldstadion zu spielen, dann werden wir nicht merken, ob es dritte Liga oder Regionalliga ist, weil die Bedingungen werden sowieso top. Die letzte 2 Wochen nicht geübt, die Kette. Aber wir wissen schon, was wir machen. Jonas, du weißt schon ganz genau, was wir denken. Könnte sein, dass wir in einer Phase von dem Spiel, wir haben nicht das Kontroll. Nico, verlieren nicht den Kopf, wir wissen ganz genau, wir sind kompakt zusammen und unsere Linie ist unsere Vorteil. Wir sind seitebereit, nach hinten zu laufen, nach einem Pass und nach einer Flanke. Okay? Anche, Nico, Bright, Jonas. Plus A, you two. Okay? Klar oder nicht? Ja. Okay, perfekt. Zweite, A, you. Bei Spielbeginn, wir spielen nach vorne, aber nicht wie Rugby. Das letzte Mal war ohne Bedeutung. Okay? Spielen wir nach vorne, aber zu jemandem. Dritte, wie gesagt, schon in der Besprechung. Die Leute sind da, nicht weil die sind langweilig zu Hause. Die sind da, weil die wollen euch sehen. Geh raus, bestätigen, dass wir gut sind. Wir haben gut gegen gut dafür gespielt, gut gegen auch gut. Aber ist schon vorbei. Wir müssen heute bestätigen. Körpersprache, überzeugen, Aggressivität, wir haben schon einen Plan. Naja, vor dem Spiel sind alle fokussiert, Adrenalin pur. Wir sind alle konzentriert, zu 100%. Wir wollen alle den Sieg.
man ist schon in so einer gewissen Tunnelvision. Ja, 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 ja.